Viktoria Kölns Brian Henning verletzte sich im Landespokal schwer. Kreuzbandriss und Meniskusschaden muss operiert werden. Deswegen gedenkt Olaf Jansen sowie seine Mannschaft ihm beim Spiel gegen den TSV 1860 München Punkt und Torgleich. Die beiden Teams im Tabellenmittelfeld. In der Anfangsphase viele Halbchancen auf beiden Seiten. 21. Minute, die Viktoria mit dem langen Ball. Bogicevic hat den zweiten, macht das hier stark. Luka Maseiler mit dem Abschluss in die Arme von David Richter, nach wie vor Vertreter des verletzten Hiller. Maseiler zuletzt mit einem Lattentreffer beim 2:3 gegen Lübeck. Die Viktoria insgesamt spielbestimmt. Knapp 40 Minuten von der Uhr und dann dieser Aufreger. Handspiel von Moritz Schröter im Strafraum. Völlig unnötig aus 60er Sicht. Er verschätzt sich, sieht den Ball da nicht mehr kommen. Aber die Entscheidung korrekt und unstrittig. Zuletzt hatte Koronkiewicz erst im Nachschuss getroffen gegen Dortmund. Luka Maseiler macht's im ersten Versuch. 6. Tor für den Mann, der aktuell in Hochform ist. Schon seine 9. Torbeteiligung. 1. Treffer vom Elfmeterpunkt seit November 2018, damals noch für Haching. Und auch hier gehen die Gedanken in Richtung Brian Henning. Nur gut eine Minute später, die Löwen selten vorne gewesen. Da ist Moritz Schröter, macht seinen Fehler gleich wieder wett. Wunderbarer Treffer des Rechtsaußen, weil Greger hier nicht ausreichend klärt, dann stark mit dem Kopf und wunderbar mit dem Außenriss. Keine Chance für Bentvoll im Kasten. Dennoch die Löwen über weite Strecken fahrig. Jakobacci unzufrieden. Defensiv stehen sie teilweise gut, offensiv geht ganz wenig, in Hälfte 2 sogar noch weniger. Die 55. Minute. Maseiler im Zusammenspiel mit David Philipp. Wieder eine schöne Parade von Richter, der einen guten Job als Vertreter des verletzten Hiller macht. Die Viktoria immer besser. Maseiler, Becker wird dann gelegt in der 80. Minute und dafür gibt es glatt rot von Schiedsrichter Timon Schulz. Eine Entscheidung, die man so vertreten kann. Trefferbild oberhalb des Knöchels, kann kein, muss rot für Leroy Quadbo. Die Löwen aber auch in Unterzahl. Zunächst mit gefährlichen Aktionen und dieser, für die es gelb-rot gibt. Moritz Schröter früh gelb verwarnt, soll hier eine Schwalbe begangen haben. Sieht deswegen gelb-rot und das ist eine klare Fehlentscheidung. Kontakt ist da, ob der für einen Elfmeter reicht, fraglich, aber nie im Leben eine Schwalbe. Und somit die Löwen in den letzten gut 10 Minuten nur noch zu 9. Die Viktoria hat kaum Chancen bis zur 92. Minute. Mai auf Fritz und der auf Michael Schulz. 92. Minute, dann doch noch der Game-Winner für die Viktoria, die es in dieser Situation geduldig zu Ende spielt. Die Körpergröße des 1,94 und 1,95 Mannes ausnutzt. 2. Saisontor für Schulz, ein ganz wichtiges. Die Viktoria kann also wieder nach oben blicken in der Tabelle, ist oben auf. Am Ende gibt es noch einige fragwürdige Entscheidungen. Rot gegen Jakobacci, insgesamt 4 Platzverweise. Ich habe ihm korrekterweise die Hand angeboten und habe mich einfach gesagt, dass es eigentlich nicht unbedingt ein positives Spiel war. Und auf das hat er mir die gelb-rote Karte gegeben. Ist super. Vor allem in der letzten Minute oder in den letzten Minuten 2-1 Siegtreffer zu machen. Ich glaube, war auch ein absolut verdienter Sieg. Eine Partie, bei der der Unparteiische am Ende im Mittelpunkt stand. Viele kleinliche Entscheidungen, neben den 4 Platzverweisen auch 10 gelbe. Das gab diese Partie ehrlicherweise nicht her. Der Viktoria wird's egal sein. Sie gewinnen das Spiel am Ende verdient. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.